Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout 2 Takedown zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Welttour. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen gecrashed in den USA, haben dort Erfolg abgeschlossen, haben direkt auf Anhieb diesmal auch Gold geholt und können weiter in den USA machen. Und zwar mit einem Rennen mal wieder. Und zwar. Das ist falsch. Wir wollen dahin, nach Downtown, genau. Hey Leute, hier ist DJ Black Pearl auf Crash FM. Vorsicht, unter der Hochbahn, da wird noch aufgeräumt, seit irgendein Typ da die Pfeiler gerammt hat. Fortsetzung folgt hier auf Crash FM. Und zwar von jemand das Rennen 1. Bronze schaltet neues Event frei, Gold schaltet Tuned Compact frei. So sieht's aus. Okay. Und den Farmau direkt in diesem Rennen hier. Geschwindigkeit 3, Gewicht 1 hat er. Hier drei Farben. Weiß, schwarz und blau. In welcher Farbe nehmen wir ihn? Ich drück einfach mal und sag einfach bupp. In schwarz, fahren wir den. Ja, ich habe immer nicht die Augen zu gehabt. Ich habe einfach nur gedrückt und irgendwann aufgehört. Ja, ganz zufällig. Und wir fahren in schwarz und ich würde sagen, ja, los geht's. Je höher das Risiko, desto höher die Belohnung. Der erste im Ziel gewinnt. Alle anderen sind Loser. Ja, meine Lieblingsstrecke. So, machen wir Takedown. Na dann. Ja, volle Ahnung hier, hä? So, der Bernd. Bernhard, alle? Der Boost meine ich? Nein! Wo kam der Auto noch her? Verdammter Bernd, genau! Leider ist das so. Hat nicht funktioniert. Aber halt auch, haben kurz nur angerührt, ist er schon weggeflogen. Was willst du denn, Mann? Nein, ich bin reingefahren. Ich wollte ihn da reinlenken. Ah! Mann! So, Revanche, genau. Haben wir uns verdient. Bist du wie Erster? Sind wir irgendwie Erster? Warum? Keine Ahnung, wo ich Erster jetzt gewesen bin. Ich war irgendwie nur Dritter. Naja, egal, ist halt so. Ah, oh, wo sind sie hinter mir wahrscheinlich? Ja. Yep. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, vielleicht bei der nächsten Kreuzung. Okay. 3 Sekunden, okay. Genau hier, Crash FM. Ich höre gerade, dass die Baustelle an der Echo Wap Stoil jetzt auf die rechte Seite verlegt wurde. Wenn ihr also um die Kurve driftet, müsst ihr stärker einlenken. Alle Renninfos liefert euch Crash FM. Muss ja reichen. Ja. Haben wir einfach nach Hause gefahren am Ende? Gut. 2 neue Autos freigeschaltet und 2 neue Events freigeschaltet. 2 neue Autos? Wow. 2 neue Autos gibt's schon. Das ist ja cool. Der Tuned Compact, den gibt es als Belohnung für Gold im Downtown Rennen 1. Okay. Ja.
nur sieht's aus, den Team Kompakt, den wir eben gefahren sind. Ne, da kriegen wir keine. Ne, das reicht noch nicht. Okay. Aber da vielleicht. Na ja, da reicht es. Mit 303, die wir haben. Das reicht für ein neues Auto. Super Auto gewonnen. Für 15 Takedowns. Assassin Compact. Ah ja, okay. Das ist der Assassin Compact, den wir besitzen. Für uns als Belohnung. Okay. Glückwunsch, du bist eingeladen zu einem Spezialevent in Europa. Ah, wir dürfen mal woanders hin. Wir dürfen mal woanders hinreisen. Demnächst, das ist ja eine coole Nachricht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Rennen hier. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.